Und voll brutal. Ja. Get away from her. John. What are you doing to my daughter? Saving her life. With that? Are you insane? You're going to kill her. You want to do this instead? I didn't think so. Na also. Und weiter. James, let me. Oh, krass. Wow. Hoffentlich überlebt die das. Krass. Ja, besser als keine Behandlung. Auf jeden Fall. Is she going to make it? I can't lose her. I can't. My poor Samantha. Ich hab die Blutung gestoppt. That's what matters. Tell me. What happened? You appear out of nowhere. Sie wurde statt mir angeschossen. Ich habe sie hierher getragen. I saved Sam. Carried her through a walker-infested forest back to you. When Sam wakes up, we'll see what really happened. Look at me. I don't know who the hell you are, but... Dad! Dad? Hmm? Where is Greg? Hmm. Ja. Er hat's nicht geschafft. Tut mir so leid. What? What do you mean? Alle werden sich das merken. Didn't come back with them. No. No. Ja. It's okay, boys. It's okay. Hm? Schon wieder der Teddy. Was ist denn los? Ist das komisch? Der Hund schaut nur viel gruseliger aus. Spielzeug aufheben, okay. Ah, jetzt geht's wieder zurück. Aha. Was? Ist das wirklich früher passiert? Oder ist es wieder ein komischer Traum? Moment, ich muss mal ganz kurz den Chat nachlesen. Ich habe die ganze Zeit noch keine Zeit gehabt. Lol, schon 7 Stunden. Ja, geil. Janni Gurke, du holst auf. Ja, Mann, 5. Platz. 5. Scrassy. Wow, krass. Lies bitte das Ganze. Lecker, jetzt bin ich hungrig. Sieht nicht so toll aus. Nee. Nee. Aber ich glaube, die überlebt's. Jetzt gucken wir mal, was sie für eine komische Story hat. Elodie? Elodie? Achso, das sind ihre Töchter. You girls in here? Suche nach Hinweisen dafür, was deinen Töchtern passiert ist. Elodie. Elodie. Kinderbett. Mhm. Einhörner. Das ist hier Gemälde, Farbklecks. Okay, hier ist was passiert. An dem Farbklecks
ansehen. Ja. Hier ist irgendwas passiert. Irgendein Kampf. Zombies. Berühren. Oh oh. Oh, nur vorher keine Farbkleckse, oder? Sie ist wahrscheinlich verstört, weil ihre Töchter wahrscheinlich gestorben sind. Ja, auf jeden Fall. Die hat da irgendwelche... Also ich glaube, das ist jetzt schon eine Erinnerung. Weil man hört die ganze Zeit die Polizeisirene. Und dieser Kampf mit den Zombies, der war irgendwie so unrealistisch, weil sie ja diesen diesen Business-Anzug anhat. Und dieses Kitana-Schwert, diese Machete. Und das war schon echt komisch. Ich dachte mir eigentlich, das ist irgendein Albtraum. Aber vielleicht hat es doch irgendeinen wahren Hintergrund. Jetzt bin ich mal gespannt. Weil vielleicht hat sie ja das Schwert irgendwo gefunden im Raum. Es hat ihr Mann vielleicht aufgehängt oder so. Und hier... Wow, und hier sieht man auch, wie es draußen gerade abgeht. Die Bevölkerung, die versinkt anscheinend gerade erst in Chaos. Girls? Das ist genau dieser Ausbruch anscheinend. Was ist hier passiert? Leiche, ansehen. Hat der in der Stirn eine Schusswunde? Das war doch eine Schusswunde in seinem Hirn, oder? Da hat doch jemand geschossen auf den Zombie und auf die Scheibe. Familienfoto. Ja, jetzt kommt auf einmal irgend so ein Ami rein und spoilert alles. Was? Achso. Denkst du, dass das passieren wird? Das könnte auch sein. Das könnte auch sein. Ich hoffe nicht. Ich bin sofort gebannt. klopfen. Klopfen? Okay, wir tun es mal. Okay. Keiner da? Girls? You in here? Okay. Ganz schön gruselig. Spiegel. Ich sehe leider kein Spiegelbild. Soweit geht die Grafik-Engine von Telltale Games anscheinend nicht. Aha, hier im Bad ist irgendwas. Okay. Duschvorhang ziehen. Das war noch nie eine gute Idee. Das ist ja nie eine gute Idee, einfach den Duschvorhang wegzuziehen. Das mache ich jetzt nicht. Blutige Verbände. Oh. Oh, wow, 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 wow. Ja, wir müssen jetzt den Duschvorhang wegziehen. Oder ansehen erstmal. Ja. Dann ziehen wir mal weg. Wie ist der Zombie überhaupt reingekommen? Das haben wir auch schon gefragt, wie die eigentlich reingekommen sind. Keine Ahnung. Ist ja bloß eine ganz normale Wohnung. So, wir ziehen jetzt den Duschvorhang weg. Und, tada, alles blutig anscheinend. Ja. Doch nichts, okay. Das dachte ich mir jetzt nicht. Aber jetzt stehen sie bestimmt draußen und schauen uns böse an. Da ist nix. Und da sind sie irgendwo. Und schauen uns dumm an. Das wäre voll übel. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Aha, verstümmelte Leiche ansehen.
Oh! Ein Verband? Nee, doch nicht. Okay, ich habe mich getäuscht. Sorry. Hier ist die Küche. Zerbrochenes Geschirr und Blut. Das hat sie wohl verdrängt. Schnurloses Telefon. Küchenmesser. Versuch mal hier was zu machen. Abheben. Hallo? Also wieder wählen. Moment, ich leg's mal kurz zurück. Ich mach das später. Ich möchte ganz gern das hier ansehen. Küchenmesser. So. Okay. Und jetzt wieder wählen. Was? Ignoriert ihr erstmal Sachen, die fett angezeigt werden? Ja. Ich wollte alles anschauen. Und jetzt werden wir die Nummer, die Rufnummer Wiederholung wählen. Hallo, 911. They tried to call me. Hey, they're right. How did I miss them? God damn it. Hä? Ich dachte, es kommt jetzt eine Nachricht, aber da kam keine Nachricht. Hä? Was willst du mir sagen? Okay. Wir gehen nochmal nach hinten. Jetzt auch noch was. Bild der Töchter. Im Wohnzimmer, genau, da waren noch zwei Sachen. Genau. Mal gucken. Ja, es ist einfach nur ein Skript, dass wir alles anschauen und dann passieren Dinge. Hier ist auch noch was. Behälter für Essen. Was? Was soll das? Okay. What? Bitte? Hä? Was sollen wir tun? Telefon oder Fremden? Folgen der Fremden. Scheiß aufs Telefon. Hey, stop! Wait! Und? Don't come any closer! Stay back! I'll stay right here. I won't come a step closer, okay? Hast du meine Töchter gesehen? Was sind alle? Where did everyone go? People came through here, police, army. I don't know. Evacuated the building. Look, we really can't be here, okay? They'll find us. I barely got back in. Did everyone get out of the building? No. Those things got Ach, die sind vom Treppenhaus gekommen. Take the fire escape out. You don't want to see what's left. Okay. Wir sollten abhauen. Who were you talking to? Was? Okay. Das war jetzt überraschend rausgerissen. Krass. You were talking to yourself. Alter, verarschst du mich? Du bist genial. Genau daran vorbeigelaufen. Diesen Bug gibt es öfter, dass es auf einmal auf Englisch angezeigt wird. You okay? Mir ist gerade aufgefallen, ehrlich gesagt. Was tue ich mir manchmal? Jo. Hey, I get that. Ja, ich glaube, es ist besser, sowas zu sagen. Und dann können wir die Leute auf unsere Seite ziehen. He went to talk to the kids, make sure they're all right, while I watched over you. Cooles Gewehr. Sorry about this. John isn't big on people he doesn't know.
What's that for? Rabbits, mostly. Possum once in a while, if we get lucky. Possum actually tastes decent, if you cook it right. Oh, possum. Hm, lecker. So, yeah, this is where I apologize for almost shooting you. Ja, wäre nicht schlecht. Ach Schmarrn, ist wurscht. Schon vergessen. Emphasis on almost. I was just worried. Das ist jetzt nicht mehr wichtig. Nichts für ungut. Nichts für ungut. Don't worry about it. Happens more often than I like to admit. If it makes you feel any better, I'm not a great shot. That patch of dirt, his mom's buried there. Oh. A year or so back, she just... Ach, krass. She was sick. Not in the head. Something with her heart. Hm. Das heißt, es war... War das dann davor, vor der Zombie-Apokalypse? Nee. Ist zu weit, glaube ich. Ich habe dasselbe versucht. Genau. I tried the same thing. But a friend stopped me. I've thought about it. How could you not? Klar, weil bei der Zombie-Apokalypse, da muss man sich das echt überlegen. Überleben und vielleicht gebissen werden von diesen Viechern oder einfach allem ein Ende setzen, wenn es eh keinen Sinn hat. Weil die Übermacht einfach so riesig ist. No. No, Greg. I just need more time. More. Du? So, das? Nein, ist wieder auf minimal gegangen. Okay. Jetzt geht's wieder. No. No. I'm here, Sam. Hey, don't move, okay? Don't move. Sam, no. Mir geht's wieder besser. Mission, we have to help him. Hm. You're too weak. Let me up. Just stay down, Sam. I need to help him. Greg is tot. Greg is dead. No, Greg. Sam. Mhm. Das war wohl irgendein heftiger Traum. Ist voll traurig. Ist voll traurig, ey. Und auch voll spannend, wie es weitergeht. But he's what's keeping this entire family from being buried out there. Heißt, Grassy, ich hab gesehen, du hast mir Nachricht geschickt. Du kannst alle beschützen. Wie ist dir wichtig? Was ist dir wichtig? What's that for you? My parents had me, but never seemed to want me around. Es ist gerade abgestürzt. Bin back. Was ist passiert? Nix, nix. Nix abgestürzt. Nur hat sie wieder nur minimalisiert. Das Fenster hat sie einfach minimalisiert und so hat sie wieder aufgemacht. Little did she know. I was tough shit too. You'd be crazy to stay here, John. This woman normal. Enough. There's no decision to be made on this. I need a word with you. Also diese paar Zäune können die Zombies bestimmt nicht aufhalten. Das haben wir immer wieder gesehen. Bei mir ist es abgestürzt, nachdem sie gesagt hat, dass sie sich ins Herz geschossen hat. Nee, nicht ins Herz, sondern den hier. Weil sie eine Herzkrankheit gehabt hat. Und wahrscheinlich auch wegen den Zombies. Aber es könnte gut sein, dass es noch vor der Zombie-Apokalypse war. Und dass sie sich vielleicht deswegen nur wegen diesem Herzfehler erschossen hat, bevor es das Herz selbst macht. Das könnte auch.